Nicht nur die Mobilität auf der Straße sorgt derzeit für Diskussionen, auch der Luftverkehr ist ein Dauerstreitthema. Und nun steht wohl ein weiterer Rechtsstreit zum Bozner Flughafen an. Der Rechnungshof wird sich erneut mit dem Bozner Flughafen befassen. Die Freiheitlichen haben heute eine Eingabe hinterlegt. Für die Oppositionspartei besteht der Verdacht auf eine Doppelfinanzierung des Flughafens von Seiten der Landesregierung. Wenn wir uns die Bilanzen angeschaut haben des Flughafens, dann ist klar erkennbar, dass es hier eine mögliche Doppelfinanzierung besteht. Das heißt, dass Abschreibungen als Kosten angeführt wurden und zugleich eben mit einem Beitrag auch diese Kosten abgedeckt worden sind. Die freiheitliche Eingabe beim Rechnungshof wird von Vertretern aller anderen Oppositionsparteien mitgetragen, außer von der Südtiroler Freiheit und Alto Adige nel Cuore. Doch die Freiheitlichen kritisieren noch etwas. So war vor der Flughafen-Volksbefragung vor 3 Jahren vom Landtag eine Broschüre herausgegeben worden, dessen Inhalt jetzt aber scheinbar viele vergessen haben, so die Kritik. In der Broschüre, die damals ausgeteilt worden ist und auf die sich auch die Bürgerinnen und Bürger verlassen haben, steht aber drinnen, sollte das Nein gewinnen, verliert die Landesregierung überhaupt keine Kontrolle über den Flughafen und gibt den Flughafen sozusagen den Südtirolerinnen zurück und sie werden ihn nicht an Private ausliefern. Genau das ist aber geschehen. Der Flughafen beschäftigt also weiter Politik und die Gerichte. So muss der Rechnungshof auch klären, ob der Flughafen zu günstig von der Landesregierung an Private verkauft wurde oder nicht. Die unendliche Geschichte um den Bozner Flughafen geht also weiter.